Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, normalerweise würde ich mich jetzt an der Stelle für die Debatte bedanken, das kann ich mir heute sparen. Ja, ich gebe zu, wir haben gestern schon ausführlich darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz ist der Antrag ja gestern auch abgelehnt worden. Deswegen sehe ich überhaupt kein Hindernis, diesen Verkehrsverbund hier heute nochmal zu fordern. Und es ist ja auch so, dass Herr Eifel hat es gesagt, der Antrag ist nicht besonders detailliert. Und das ist, wie gesagt, Absicht. Es geht uns eigentlich nicht um die Details, wie ein Verkehrsverbund am Ende aussehen soll. Es geht um ein grundsätzliches Bekenntnis zu diesem Verkehrsverbund, das wir heute gerne vom Landtag gehabt hätten. Denn wir haben es von allen gestern und heute zum Teil auch gehört, es wird nicht einfach sein, einen solchen Verkehrsverbund zu errichten. Und deshalb unser Ansatz, so früh wie möglich damit anfangen. Denn auch nach dieser Legislatur wird das ein Thema sein. Und je mehr Vorarbeit da geleistet wurde, desto besser. Ich bleibe dabei, ein Verkehrsverbund wäre das Allerbeste für dieses Bundesland. So früh wie möglich damit anzufangen, wäre noch besser gewesen. Dieses Bekenntnis werden wir heute vom Landtag leider nicht bekommen. Damit können wir leben. Wir werden das Thema erneut auf die Tagesordnung rufen. Wir lassen da nicht locker und ich freue mich dann schon, wenn wir wieder darüber debattieren. Vielen Dank.